Hi, folgendes Problem. Wir haben einen aggressiven Hahn. Was tun wir damit? Welche Handlungsoptionen haben wir und als wie wirkungsvoll würde ich sie persönlich mal einschätzen? Also, ich habe einen Maranzahn großgezogen und ich habe vor 2-3 Monaten schon gemerkt, der beißt mich mal an, macht einen Schritt auf mich zu. Und vor 2 Monaten ging es los, da komme ich später zu bei meinen Handlungsoptionen. Aber vorgestern hat es gefroren und ich habe ihn hier in meinem Außenposten stellen, wo ich keinen Strom hat, warmes Wasser gegeben für die Tränke. Und als ich mich umgedreht hat, ist er mich angesprungen von hinten in die Kniekehle. Das fand ich nicht so lustig. Am nächsten Tag habe ich das schon gesehen, kommt wieder, habe diese Kanne dann als Schutzschild benutzt. Er hat die Kanne angesprungen und zack, hat er hier tatsächlich die Außenschale durchbrochen mit seinem Harnsporn da mit den Krallen. Der wiegt um die 3 Kilo. Und ich finde, das ist inakzeptabel. Und ich möchte euch jetzt verschiedene Handlungsoptionen vorstellen. Ich habe mir einen Zettel mit Bullet Points heute gemacht. Besonders auf englischsprachigen Selbstversorgerkanälen sieht man zum Teil abstruse Vorschläge. Aber bei manchen denkt man, vielleicht ist ja was dran. Handlungsoption 1, die angepriesen wird, ist Schutzausrüstung tragen. Und den Hahn quasi einfach machen lassen und nur zusehen, dass man nicht verletzt wird. Das beschränkt dann natürlich den Umgang mit den Tieren. Man will Futter auffüllen, will mal ausmisten, will Wasser, will auch mal eine Henne kontrollieren. Und sobald man sich umdreht, würde der Hahn einem wieder von hinten anspringen oder sogar von vorne. Also ich finde, Handlungsoption 1 ist für mich keine Handlungsoption. Handlungsoption 2, die dann manchmal genannt wird. Ach, meine Mütze rutscht runter. Ach, nicht auf die Kamerabene. Ist dann, man soll sich möglichst lange in dem Revier vom Hahn aufhalten. Ich meine, man kann das natürlich mal machen. Aber wer möchte schon stundenlang, jeden Tag, Tag für Tag, sich in dem Revier von seinem Hahn aufhalten? Ich glaube, das ist völlig außer Welt. Und sobald man dann rausgeht, sein Revier verlässt, hätte der Hahn dann natürlich in dem Moment gewonnen. Und naja, also nichts geholfen. Eine dritte Option, die ich ganz interessant fand, und ich gebe zu, ich habe sie bei Artgarten gesehen, der Robert Höck interviewt hat. Die Hähne stellen ja ihre Halsfedern auf, wie so ein Dilophosaurus bei Jurassic Park. Man sollte einen Schirm nehmen und dann den mal aufmachen. Und dann würde der Hahn denken, oh, man ist ein ganz starker Hahn. Eine Hahnsprache, ey, du kannst mir gar nichts. Ja, er geht einen Schritt zurück, aber ich glaube, das wirkt vielleicht für 2-3 Minuten, sobald man sich rumdreht, den Schirm zuklappt, den Schirm nicht dabei hat, ist der Hahn genauso aggressiv wie vorher. Also die Option ist für mich auch nicht wirklich eine, weil es hat meiner Meinung nach keine Langzeitwirkung, diese Option. Aber das Gute daran ist, man geht schon in Richtung Hahnsprache. Für die nächste Option, die oft genannt wird, brauche ich quasi wieder meine Schutzausrüstung. Das ist nämlich, man soll den Hahn auf den Arm nehmen und mal ein bisschen länger mit sich rumtragen, ein bisschen kraulen und kuscheln. Für den Hahn ist das in dem Moment natürlich eher eine kleine, milde Art von Folter, würde ich mal meinen. Und ich glaube, in einer Hühnersprache wird er das auch nicht verstehen. Ich kann ihn versuchen, mir zu schnappen, weil ich möchte euch danach noch was zeigen, wofür ich ihn brauche. Dafür ziehe ich die Handschuhe nochmal an. Ich weiß aber nicht, ob ich ihn hier jetzt kriegen kann. Aber wenn er auf mich zukommt und ich beherzt zupacke, wenn er in den Stall geht, kriege ich ihn. Ja! Ich habe ihn. So. Und wenn er euch mal hier anschaut, mit so einem Hahnspor, der spitz ist, 3 Kilo, wenn der auf einen zukommt. Also für mich ist es wirklich inakzeptabel. Und ich habe dann immer gerne hier die Beine auch fixiert. Kann er mich vielleicht mit dem Flügel noch schlagen, deshalb Hand oben drauf, dann kann er mich auch nicht mehr mit dem Flügel schlagen. So, und jetzt weiß er natürlich nicht, was er damit anfangen soll. Ich könnte ihn jetzt so mit mir rumtragen. Und Körperkontakt mag er natürlich nicht. Ist ihm unangenehm. Es wird ihm nicht gefallen. Ich gehe davon aus, das wirkt vielleicht wenige Minuten.
Und sobald man ihn runtersetzt, sich umdreht, sein Revier verlassen will, wird er wieder hinter einem herkommen. Und spätestens am nächsten Tag hat er das Ganze vergessen. Das ist für mich keine Option, die nachhaltig wirkt. Ach so, einen Punkt möchte ich noch machen. Wenn man dem Hahn gegenübersteht und der auf einen zukommt, ist natürlich, der Hahn ist da unten. Man ist natürlich geneigt, sich mit seinem Schuh und seinem Bein zu verteidigen. Hält es ihm hin, er balzt dann den Stiefel an, springt vielleicht mal dagegen und dann nimmt man den Stiefel zurück, geht weg und dann hat man nämlich verloren in der Hühnersprache, weil der, der sich verzieht, hat natürlich verloren. Also man müsste schon auf ihn zugehen, eine Ecke treiben und das ist dann schwierig. Und ich muss sagen, ich finde es aus Gründen der Selbstverteidigung gegen so eine Waffe hier, finde ich das durchaus gerechtfertigt, wenn der Hahn auf einen zukommt, dass man ihm mal einen Tritt mitgibt. Das habe ich mit ihm auch gemacht. Das hat 2 Tage gewirkt. Aber das ist natürlich auch keine gute Lösung. Man könnte das Tier auch verletzen, ungewollt. Und ich habe noch eine andere Möglichkeit gefunden. Wir haben ja eben auch über die Hühnersprache gesprochen. Ja, hier der Kräftgehörn will auch seinen Senf dazugeben. Oh, die Klappe ist noch nicht auf. Wie kommt das denn? Ach, die scheint eingefroren zu sein. Kümmere ich mich gleich drum. Ja, die einzige Sprache, die Hühner verstehen, ist nicht Gewalt, sondern die Sprache der Hühner. Wenn ihr mal beobachtet habt, was eine Unterwürfigkeitsgeste ist bei den Hühnern, dann könnt ihr euch das denken. Das ist nämlich, sie hocken sich flach auf den Boden, machen die Flügel breit und bieten sich an. Quasi dem Hahn zum Treten, wenn er das beobachtet hat, wie ein Hahn auf eine Henne drauf tritt. Das ist das hier so, du darfst. Ich bin schwächer, ich bin in der Rangordnung weiter unten. Und das merken sie sich und das prägen sie sich auch ein. Und genau das können wir jetzt mit ihm mal versuchen zu üben. Ich zoome gleich mal ran. Also, jetzt, man braucht natürlich ein bisschen Mut und Konsequenz dafür. Ich hoffe, er haut mir jetzt nicht ab. Er will natürlich fliehen. Und jetzt quasi zu Boden drücken. Zu Boden drücken. Ja. Und schon mit Kraft, aber nicht, dass das Brustbein bricht oder irgendwas. Und was bei den Hühnern auch ist, der Kopf, der Hahn hält sich beim Treten ja hier hinten fest. Also nicht nur den Körper runterdrücken, sondern auch den Kopf, so ein Victory, zu Boden drücken. Oh ja, und jetzt entspannt er sich sogar, merke ich, mit der Hand. Jetzt ist die Spannung aus dem Körper raus. Mal gucken. Und jetzt vielleicht hier hinten die 2 Ständer simulieren. Der Hahn würde ja hier hinten draufsteigen, das sieht man ja bei den Hennen, dass dann hier hinten manchmal die Federn ausreißen. Hier würde er stehen, hier übe ich jetzt Druck aus. Und jetzt denkt er quasi, jetzt sage ich ihm, ich bin stärker, du bist Rang niedriger als ich, ich stehe über dir. Das sage ich ihm jetzt mit dieser Geste. Ja, und das merkt er sich, ich habe das, ja, nee, das reicht noch nicht, ne? Ja, es reicht ihm noch nicht, man muss das schon ein paar Minuten, 2-3 Minuten. Ich habe das im Oktober gemacht mit ihm und das hat wirklich 2-3 Wochen vorgehalten. Und er hat mir nichts getan, er ist mir aus dem Weg gegangen, hat mich gemieden. Aber er hat Edu versucht anzugreifen durch den Zaun. Also das ist personenspezifisch, er merkt sich, welche Person das mit ihm macht. Wenn ihr Kinder habt oder eine Ferienbetreuung, dann müsste jeder von denen, müsste das dann mit ihm machen. So, wenn ihr Kinder habt, müsst ihr ihm das zeigen und dann das Kind übernehmen lassen. Dann müsstet ihr auch weggehen und das Kind müsste ihn dann auch so halten, damit er sich auch merkt, das Kind ist auch über mir. Sonst würde er nämlich natürlich in der Rangordnung
euch zwar oben sehen, aber euer Kind dann angreifen. Und das könnte ja wirklich ein Trauma davontragen, wenn ein Kind von einem Hahn angegriffen wird. Also das ist nicht so ganz einfach. Wirkt aber meiner Meinung nach 2-3 Wochen. Oh, er will sich immer noch. Na, reicht dir das noch nicht? Wo bin ich? Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Also das müsste man alle 1-2 Wochen wiederholen und es müssten alle Personen machen, die mit dem Hahn Kontakt haben. Und das ist natürlich auch nicht ganz so einfach. Ja, ob ihr das auf euch nehmen wollt, um den Hahn dann nicht der letzten Handlungsoption zuzuführen, das überlasse ich euch. Ich bleibe jetzt noch so ein paar Minuten mit ihm, drücke ihn nochmal runter. Ist ja eigentlich ein ganz schönes Tier. Aber ich habe zahlreiche Züchter schon dazu interviewt und habe rumtelefoniert und die sagen eigentlich alle das Gleiche, dass die Aggression steckt in den Hähnen drin und es wird sehr, sehr wahrscheinlich auch dominant vererbt. Und daher ist es für mich jetzt kein Zuchthahn mehr hier für meine Gruppe mit den bunten Eiern. Deshalb werde ich mit ihm nicht weitermachen. Und wir können gleich mal Edo fragen, was er vorschlägt, was man mit einem aggressiven Hahn macht. Ich glaube, ihr könnt es euch schon denken. Aber ich glaube, ich lasse ihn gleich mal frei. Mal gucken, ob er es gelernt hat. Na? Wenn er noch einen Moment so bleibt, ist, glaube ich, gut. Ja. So. Wer ist der Chef? So, du darfst wieder. Okay, das hat ihn also schon ordentlich beeindruckt. Na komm. Wir gucken mal, wie er mich jetzt wahrnimmt. Ich denke, es hat gewirkt. Ich weiß zwar nicht, wie lange, aber für den Moment war es, glaube ich, das Beste, was wir machen konnten. Ich habe jetzt mal nach einer Henne gegriffen. Das mag er natürlich gar nicht. In dem Moment hätte er mich wahrscheinlich angesprungen, wenn er mich nicht als Ranghöher jetzt betrachten würde. Oh, guck mal, was das für eine wunderschöne Feder ist hier, die ich ihm ausgerissen habe. Nicht schlecht. Ja, man sieht, er stellt sich hier noch nicht mal zwischen mich und seine Hennen. Ein aggressiver Hahn würde jetzt sofort sich zwischen seine Hennen und mich platzieren. Aber er scheint jetzt für den Moment erstmal akzeptiert zu haben, dass ich Rang höher bin. Deshalb zieht er sich vor mir zurück. Aber man merkt, manchmal kommt es schon wieder in ihm durch, dass er überlegt, na, soll ich nicht doch, soll ich nicht doch. Aber er hat jetzt doch Respekt vor mir. Ich befürchte aber, dass er das mit seinem kleinen Gehirn, er hat ja so einen kleinen Kopf, doch relativ schnell wieder vergessen würde. Und jetzt gucke ich, ob ich Edu dazu noch kurz fragen kann, was er als Handlungsoption sieht.
So, ich habe Edu hier in seinem Werkstattschuppen gefunden, der schön warm ist. Naja, was heißt schön warm? So 10 Grad haben wir hier bestimmt. 10 Grad, gut 10 Grad haben wir hier drin. Ja, und Edu, du hast über 40 Jahre Erfahrung in der Hühnerhaltung und Hühnerzucht. Und du hast ja meinen aggressiven Maranzahn gesehen. Glaubst du, es gibt Handlungsoptionen oder siehst du nur eine einzige Handlungsoption? Benedikt, ich sehe eigentlich, ehrlich gesagt, nur eine einzige Handlungsoption. Schaffner ab. Mhm. Denn nach meinen Erfahrungen sind aggressive Hähne für die Zucht nicht geeignet, weil sie dieses aggressive, dieses aufsässige vererben. Das schlägt durch und die Vermutung ist, es ist dominant. Ne? Das ist wahrscheinlich dominant. Mhm. Glaubst du denn, dass diese Hähne wenigstens besser befruchten? Oder würdest du sagen, Keine Ahnung. Keine Ahnung. Da kann ich wirklich nichts zu sagen. Und viele behaupten, Kunstproteine werden eher aggressiv als Naturproteine? Hast du Nein. auch keine Idee, ne? Überhaupt kann ich absolut nicht, denn ich mache jetzt schon 30 Jahre nur Kunstblut, Brut und kenne das eigentlich gar nicht mehr. Ja. Weißt du, was ich mir dazu auch überlegt habe? Ich glaube, dass 90% oder 95% der privaten Hühner mit Kunstblut ausgebrütet werden. Und nur vielleicht 5% mit Naturbrut. Und wenn man einen aggressiven Hahn hat, fragt man Kunstbrut oder Naturbrut. Und dann sind natürlich von 10 aggressiven Hähnen, sind natürlich 9 aus Kunstbrut. Und dass durch dieses Ungleichgewicht quasi eine Scheinkorrelation entsteht und dadurch der Glauben verbreitet wird, dass Kunstbrut eher zu aggressiven Hähnen führt. Kann ich leider auch nicht zusagen. Ich habe da absolut keine Erfahrungen mit. Aber zu deiner Einschätzung, das. Also ich würde da nicht weit davon ziehen. Du würdest der Küche zuführen. Genau so ist es. Da gibt es keinen Pardon. Das ist ja großer, kräftiger Hahn. Das gibt ordentliche Suppe und einen ordentlichen Braten. Ja, ich glaube auch, meine Eltern werden sich dann drüber freuen. Ja, dann würde ich so machen. Dann danke ich dir für deine Meinung. Ja, gern geschehen. Kennst du doch. Also. Ich finde die Frage, ob diese Aggression bei Hähnen eher in einer Rasse oder in einer Linie steckt oder tatsächlich Kunstbrut und Naturbrut einen Unterschied machen, total spannend. Und deshalb möchte ich euch jetzt bitten, wenn ihr schon mal von einem aggressiven Hahn wusstet oder selbst einen habt, schreibt mal bitte unten in die Kommentare, welche Rasse das ist und ob das Kunstbrut oder Naturbrut ist. Besonders wertvoll wären natürlich Berichte über aggressive Hähne aus Naturbrut. Also, so viel für heute. Ich wünsche euch ein frohes Fest ohne Aggression und euer Dr. Bene sagt, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!